Na, wir werden das schon irgendwie überstehen hier. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Daran soll es nicht scheitern. Das Spiel an sich ist an sich nicht so wahnsinnig schwer. Es gibt nur so ein paar Stellen, wo ich mir denke, ja, das ist von der Steuerung manchmal ein bisschen ungünstig gelöst. Komme ich jetzt hier raus, ja. Na also. Ah, nicht sterben, nein. Ich wollte dann nach rechts laufen. Hat man gemerkt. Immerhin. Eigentlich muss ich wirklich immer nur dem folgen, was die anderen hier machen. Ich habe jetzt gar nicht auf den Boden geachtet, sondern bin den anderen einfach nur hinterhergelaufen. Ach Gottchen. Noch ein Toter. Also sich hinter dem Berg Leichen zu verstecken, ist ja auch ein bisschen böse eigentlich. Ach, hier ist ein Hebel. Achso, ich kann das jetzt steuern. Ich meine, es ist schon cool gemacht, dass hier alles für verschiedene Möglichkeiten sind, wie wir uns schützen können. Aber es ist trotzdem alles ziemlich, ziemlich böse. Das konnte ich jetzt nicht verhindern. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch jetzt nicht unser zweiter Verlust schon. Wir haben doch schon Karl verloren. Das reicht doch. Können wir ihn beseitigen hier? Vielen Dank. Der Hieb war tödlich. Die Nivelle-Offensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Emil wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Die Kriegshunde teilten als treueste Freunde des Menschen den Alltag und das Schicksal der Soldaten. Sie überbrachten Nachrichten, retteten Verwundete, räumten Minen und scheuten bei der Erfüllung ihrer Pflicht kein Opfer. Hört! Okay, 9. April 1917. Die Hunde sind echt cool, muss ich sagen. Also ich habe den Eindruck, der heimliche Held in diesem Spiel ist der Hund. Vor allem, ich glaube, also ich meine, die verstehen halt auch nicht wirklich, was hier alles passiert. Die machen nur das, was sie in dem Augenblick meinen, was sie in dem Augenblick sehen und was sie für richtig halten. Sind wir jetzt wieder zu Hause hier am Hof? Das ist der Hof. Also zu Hause halt, ne? Hier halt. Müssen wir ihn jetzt wiederbeleben hier? Ne, er lebt noch. Ah, ist ja cool, wie das hier alles wieder dann zusammenkommt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich ihn beleben kann. Boah, das ist so schnell. Und ich bin in solchen Sachen nicht gut.
Wollte ich nochmal erwähnt haben. Aha, das ging aber. Okay, das Muster ist erkennbar. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Ach Gottchen, nein. Wow, falsche Taste. Jetzt wird es wird echt komplizierter mit jedem Mal. Wow. Aha. Ach Gottchen. Immerhin ist inzwischen den Tastenwechsel noch ein bisschen längere Pausen, sonst wäre das ziemlich böse. Und wir brauchen irgendwo ein Medipack, wenn man das so nennen würde. Hier, ich glaube nicht. Okay, wir müssen da hoch. Ich glaube, Medipack ist das. Ist, wobei, das heißt ja eigentlich so, ne? Für einen Verbandskasten. Ein Erste-Hilfe-Set. Wobei wahrscheinlich hier die Erste Hilfe nicht ausreichen wird. Ein Schränkchen mit Inhalt. Hallo? Wir müssen nach links. Erstmal hier noch alles nachgucken. Nicht, dass sie uns jetzt hier stirbt. Ihm geht's nicht so wirklich geil. Ja, ist ja schön, lieber Hund. Sag mal, wo muss ich hier ganz hinlaufen? Ja, das ist... Warum ist sowas Wichtiges so weit entfernt? Ja toll, jetzt haben wir eine Bettpfanne hier oder was? Die braucht er gerade mal nicht. Ah, da ist es. Komme ich da irgendwie schneller hoch? Nee, ne? Was ist das denn, ein langer Weg, bis man an das Verbandzeug hier kommt? Das ist ja schlimm. Das ist wirklich schlimm hier. Achso, kann ich nach unten? Nee, hier vorne. So. Okay, dann tu es. Eieiei. Nicht gut. Gar nicht gut. Habe ich mich verdrückt? Ich habe mich verdrückt. Habe ich. Hat das zeitlich nicht funktioniert? Okay, also jetzt stirbt er wirklich sofort. Bei jedem einzelnen Fehler. Ja, das kann ein Spaß werden. Das wird ein super Spaß. Okay, ich kann also anhand der Abstände wahrscheinlich von den Spikes sehen, welche Tasten. Ah. Boah. Ganz, ganz knapp. Nee, nee, nee. Also das Timing, ich bin immer entweder, also ich bin meistens zu früh dran, weil ich mir denke, jo, hier, das, ne, ich muss gleich das und das drücken. Ich mag einfach keine Quicktime-Events. Ach, Mann, ey. Sorry, dass ich mich so blöd dabei anstelle, aber es ist ja, wie es ist. Aha. Fast. Gut, das hat funktioniert. Ich hoffe mal, das wird nicht noch schlimmer. Ah, alles vergeigt.
Seht ihr, ich bin da zu früh. So. Und dann schnell noch irgendwas anderes drücken. Hinterher drücken bringt es auch nicht. Das macht es nicht besser. Ja, ist ja gut. Man merkt aber, die Fehlertoleranz steigt doch gewaltig, sobald man ein paar Sachen schon richtig gemacht hat. Müssen wir alles nochmal machen. Ich meine, so schön das mit diesen, also so direkt sich die Hilfe mit diesen Quicktime-Events anfühlt, wenn man sie dann nicht schafft, finde ich das gerade mal echt nervig. Das macht so ein bisschen das Spiel gerade, es macht die Stimmung für das Spiel eigentlich kaputt. Jetzt denke ich nicht mehr, oh, ist das traurig, dass der Kerl hier stirbt, sondern ich denke mir, boah, ist das traurig, dass ich das nicht schaffe hier. Oder ist das traurig, dass diese Aktion hier notwendig ist. Ah. Ah, jetzt habe ich das System hier verstanden an dieser Stelle. Mhm. Es wird weniger. Naja, das ging ja doch noch. Ein Blick seines Sohnes genügte Karl, um 3 Jahre Krieg und Exil vergessen zu machen. Nach Wochen ohne Nachricht von Emil erhielt Marie schließlich einen Brief von ihrem Vater. Emil Chaillon. Gut, dann schauen wir mal hier, Emil. 12. Juni 1917, haben wir irgendwelche neuen Fakten hier? Militärgerichtsbarkeit. Militärgerichtsbarkeit. Soldaten in Uniform unterstehen dem Militär, der Militärgerichtsbarkeit. Befehlsverweigerung und Desertion wurden im Ersten Weltkrieg zur Abschreckung mit drakonischen Strafen geahndet. Auf französischer Seite ergingen 2500 Todesurteile, von denen 650 vollstreckt wurden. Nach den Meutereien bei der Offensive am Chemin de Dame, hoffe ich, dass so ausgesprochen wurde, wurde an die 50 französischen Soldaten hingerichtet. Wie sieht es hier tagebuchtechnisch aus, bevor wir da weiter fortlegen? Hier. Tagebücher. Oha, auf allen Seiten. Hier, Emil sagt am 16. April. Was habe ich getan? Warum all das Blut vergießen? Warum all das töten? Dieser Krieg ist sinnlos. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. 16. April 1917, mein Freund Emil wurde heute festgenommen. Was hat er nur angestellt? Was ist in ihn gefahren? Ich hoffe, er hat nicht zu den Meuterern gehört, über die alle reden. Morgen werde ich ihn besuchen. 9. April 1917, wir haben es geschafft. Karl, Marie und Viktor sind endlich wieder vereint. Es war so schön, sie alle beisammen zu sehen. Das Bild ihrer Zusammenkunft wird mir den Mut geben, an die Front zurückzukehren und mich um die Verwundeten zu kümmern. Es gibt noch viel zu tun. Was mir gerade auffällt, ist, dass es bei jeder der Personen hier 10 von 10 Einträgen gerade sind. Gut, hier haben wir 11, von daher passt das schon mal nicht. Ich dachte, dass man bei jeder Person hier 10 Einträge kriegt, vielleicht. Passte gerade so gut. 9. April 1917. Endlich sind wir hier bei mir, meine geliebte Marie und mein kleiner Viktor. Mehr verlange ich nicht vom Leben. Und sie schreibt 9. April 1917. Endlich sind wir hier zusammen. Endlich sind wir wieder zusammen. Von diesem Augenblick habe ich so lange geträumt. Ist der Wirklichkeit? Ich wünschte, die Zeit könnte man anhalten. Ja, das könnt ihr anhalten, sobald ihr auf Pause drückt. Das geht dann. Er hat zumindest die Zeit des Videos angehalten.
Was? Wir müssen den Wecker stellen? Uns geht's auch eher nicht so gut. Behaupte ich. Nö, ich kann nicht mehr zurücklaufen. Ich meine, warum sollte ich? Ja, die Inszenierung ist schon echt gut von dem Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Sollen wir jetzt hingerichtet werden? Geliebte Marie, für mich ist der Krieg nun zu Ende. Aber ich bereue es nicht. Ich habe zu viel Grauen erlebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Für das Glück, das mir zuteil wurde, empfinde ich großen Dank. Besonders für all das Schöne, das du in mein Leben brachtest. Dieser Brief wird mein letzter sein. Ich wurde für schuldig befunden, einen Offizier getötet zu haben. Es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Aber der Krieg bringt die Menschen um den Verstand. Ich habe für mein Vaterland und für die Freiheit gekämpft. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. In der Stunde meines Todes bedauere ich nur, dass ich Karl nicht lebend zurückbringen konnte. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Möge Gott, der uns auf Erden trennt, uns im Himmel wieder vereinen. Aber Karl ist doch da. Schließe mich in deine Gebete ein, dein dich für immer liebender Vater. Auch wenn ihre Körper längst zu Staub zerfallen sind, lebt die Erinnerung an ihre Opfer in uns weiter. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen. Valiant Hearts, The Great War. Immer diese zwiebelschneidenden Ninjas, die hier plötzlich auftauchen. Tja, was soll ich sagen? Mir ist gerade ein bisschen warm und auch ein bisschen kalt und um die Augen rum ein wenig feucht. Diese Felder da, die man zum Ende gesehen hat, die gibt's ja auch heute noch, dass es da diese riesigen Friedhöfe gibt. Und wenn man sich das mal reinzieht oder wenn man sich das anschaut, das ist schon... Nein, man weiß halt, dass da viele Menschen gestorben sind. Man weiß, dass das einfach sehr, sehr viel war, sehr viele Menschen da ihr Ende gefunden haben. Aber wenn man diese riesigen Felder sieht, dann ist nochmal was anderes. Weil Zahlen, das sind halt nur irgendwelche Zahlen. Auch wenn sie groß aussehen, aber wenn man das dann mal in Wirklichkeit sieht und das sind ja nicht mal alle, dann ist das schon eine Menge. Und tja. Ähm,
Valiant Hearts, ein durchaus sehr emotionales Spiel stellenweise. Und insgesamt muss ich sagen, echt gut. Von seiner Aufmachung her, von allem, was man da jetzt zu sehen konnte. Die Rätsel waren überschaubar schwer, aber gut. Fand ich zwischendurch ganz erfrischend, dass man da irgendwelche kleinen Physikrätselchen hat. Die Charaktere waren halt auch super, weil man konnte halt sehen, dass das alles nur ganz normale Menschen sind, die halt trotzdem irgendwelche bösen Taten stellenweise vollziehen mussten oder aber eben Opfer dieser bösen Taten waren. Doch der Krieg war noch nicht vorüber und verlangte nach mehr. Sein Appetit war unersättlich. Okay, die Szene kam jetzt ein bisschen überraschend. Tja, und ich glaube, ich habe bei diesem Let's Play einen Fehler gemacht. Und zwar in der Form, dass ich nicht immer so lange am Stück aufgenommen habe. Das ist eins von den Geschichten hier von den Spielen. Das ist genauso wie wenn man irgendwelche Filme hat oder irgendwelche anderen Sachen hat, die auf einer gefühlsmäßig recht eindringlichen Ebene liegen, sag ich mal. Dass man, wenn man da irgendwie nur zwischendurch mal eine halbe Stunde reinguckt oder sich das anschaut, dann kommt dieses Gefühl nicht so wirklich auf, was man da, diese Verbindung zu den Charakteren, vor allem die ganzen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Charakteren, die ganze Geschichte hier. Ich denke mal, wenn man dieses Spiel in recht längeren Sessions hätte durchgespielt, dann wäre da noch ein bisschen mehr bei rumgekommen, sag ich mal, für mich persönlich jetzt. Jetzt zum Ende habe ich mal eine Stunde komplett aufgenommen und natürlich das Ende war jetzt auch so ein bisschen, also da wäre selbst nach 5 Minuten hätte man da gemerkt, was da los ist. Aber insgesamt hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass ich persönlich es länger am Stück gespielt hätte. Mal so gesehen. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Brothers auch oder Papa und Jo. Das sind, oder To the Moon, das sind auch solche Spiele in dieser Art, wo einfach man eigentlich eine längere Zeit braucht, um in dem Spiel zu versinken. Und dann, wenn man da drin versunken ist, dann ist es auch überwältigend auf eine gewisse Weise. Oder halt zumindest sehr, sehr ansprechend. Tja, insgesamt aber muss ich sagen, ein sehr schönes Spiel. Grafisch jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt persönlich unbedingt nachzeichnen würde. Aber Inszenierung und alles fand ich echt gut. Grafisch natürlich trotzdem top und wirklich schön. Die ganzen Animationen, die ganzen Settings hier, die ganze Atmosphäre, die im Spiel hier verbreitet worden ist. Fast ein bisschen schade, dass man stellenweise dann durch diese spielmechanischen Geschichten da wieder rausgeholt wird. Dass diese dann doch zu sehr Spiel war. Ein Spiel, was dann Freude natürlich bringen soll. Man spielt das Spiel natürlich trotzdem, um diesen Fortschritt, um ein gewisses, um ein gewisses Erfolgsgefühl durch den Fortschritt zu haben hier. Das stört fast so ein bisschen bei der Geschichte. Weil gerade wenn man an Stellen dann irgendwelche Mechaniken hat, irgendwelche Spielelemente hat, irgendwelche Rätsel lösen muss, wo man einfach nicht weiterkommt, in dem Moment, finde ich, wird man so ein bisschen rausgerissen aus dieser Stimmung. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber ansonsten kann ich eigentlich nichts hiergegen sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr, sehr schöne Sache. Und ich hab's nicht bereut, gespielt zu haben, sag ich mal so. So, wie viele von den Sammel-Dingern haben wir denn jetzt mitgenommen hier? Okay, Kapitel 1, 21 von 35, hier Kapitel 2, 25 von 34, Kapitel 3, 18 von 28 und hier haben wir 14 von 22. 1918 haben wir überhaupt gar nichts gemacht. Ich meine, das reicht ja auch 3 Jahre lang, irgend so einen dämlichen Krieg führen. Das wäre sogar zu lang, wenn der Krieg nur 3 Tage dauern würde. Krieg ist unnötig, wie man hier sehen kann.
So, mich würde natürlich noch eure Meinung dazu interessieren, zu diesem ganzen Spiel. Vielleicht irgendwelche Bestätigungen, was ich gesagt habe, irgendwelche Niederknüppelungen meiner Argumentation hier, von wegen, dass es ja eigentlich doch ganz anders wäre. Oder vielleicht hat es euch ja auch gar nicht gefallen. Könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich hatte, was heißt das Glück? Ich habe von anderen Leuten gehört, dass die einige Bugs in dem Spiel gehabt haben. Da bin ich jetzt ziemlich verschont von geblieben. Ich weiß nicht, wie weit das stimmt. Aber ich sag mal, das ändert ja nichts an der Idee von dem Spiel, an den Inhalten auch. Ob da jetzt alle Fakten in dem Spiel gestimmt haben, kann ich auch nicht genau sagen, weil ich nicht sehr geschichtsfest in sowas bin. Wie man vielleicht an den ganzen falsch ausgesprochenen Namen auch hören konnte und sich daran merken konnte, dass ich da stellenweise ein wenig gezweifelt hat an dem, was man da sehen konnte. Ich muss aber sagen, das hat die Geschichte deutlich näher gebracht, dass man das halt interaktiv jetzt hier nochmal durchspielen musste. Vor allem halt, ja, der interaktive Teil war jetzt gar nicht mal so der wichtige Teil, sag ich mal. Der geschichtstreibende Teil waren dann eher die Zwischensequenzen, die ganzen Aktionen, die man dazu machen hat. Natürlich dadurch, dass man selber dann durch die ganzen Kriegsgebiete durchgelaufen ist, hatte man trotzdem dieses Gefühl. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass man ziemlich klein und zerbrechlich ist. Es gibt so viele Kriegsspiele, so viele Shooter vor allem, wo man so oft getroffen werden kann und man stirbt nicht und man ist der Superheld, der alle platt macht. Das hat man hier gar nicht. Man ist jetzt ziemlich verletzlich, ziemlich verwundbar. Und auch wenn hier Heldentaten passiert sind, so sind sie letztendlich auch in Wirklichkeit passiert, dass irgendwie irgendjemand immer irgendwas erreicht hat, dass ein gewisser Fortschritt erzielt werden konnte im Einsatz gegen die anderen. Dass irgendwie dann doch die Guten gesiegt haben. Dass die bösen Angreifer überwältigt wurden, sowas in der Art. Das sind halt diese kleinen Heldentaten, von denen heute eigentlich nicht mehr so viel bekannt ist. Natürlich irgendwelche großen Aktionen, aber wie man hier sehen kann, eigentlich jede einzelne Person, Sanitäter haben Heldentaten vollbracht, der Hund hat Heldentaten vollbracht. Das sind alles solche Kleinigkeiten hier, wo in den Geschichtsbüchern an sich nicht wirklich was drüber steht, wenn da halt von den großen Schlachten da berichtet wird, von diesen Geschichten da. Und von daher fand ich das schön, dass wir diese Einzelschicksale hier nochmal ein wenig näher beleuchten konnten. Und mit diesen verschiedenen Charakteren das alles durchspielen konnten. Tja, mehr kann ich da glaube ich gerade nicht zu sagen. Ich beende das Let's Play an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das nächste geschichtlich interessante oder halt emotionale Let's Play wird bestimmt kommen. Ich habe im Moment noch nichts in Aussicht, aber es wird es auf jeden Fall geben. Und die Musik ist schön hier. So, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank und bis bald.